Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein Beauty Haul, denn ich wollte unbedingt noch so ein paar Sachen ausprobieren und so ein paar Sachen einkaufen. Und ja, also los geht's. Als allererstes habe ich mir von Aliqua ein Feuchtigkeitsshampoo gekauft, weil viele von euch wissen ja, ich neige irgendwie schon sehr auch jetzt zu trockenem Haar. Vorher war das irgendwie gar nicht so, noch vor ein paar Jahren, nicht so doll zumindest, aber jetzt sind meine Haare doch manchmal schon sehr, sehr trocken, auch auf dieser Länge. Momentan habe ich es ganz gut im Griff, finde ich zumindest, und dann habe ich gedacht, Mensch, ich probiere einfach mal ein neues Shampoo aus, weil Shampoo muss die Haare ja einfach sauber machen und bei mir ist das eigentlich so, dass es gar nicht so wichtig ist, jetzt was ich für ein Shampoo verwende. Es sollte schon eines sein für längeres Haar oder eins, was Feuchtigkeit spendet. Aber bei mir ist zum Beispiel die Haarkur, die Wahl der Haarkur wichtiger, habe ich jetzt so für mich so entdeckt. Und deswegen habe ich ein Feuchtigkeitsshampoo gekauft, was ganz, ganz simpel ist. Aber ich hoffe, es macht die Haare auch nicht strohig. Aber von einem Feuchtigkeitsshampoo mit Aloe Vera, denke ich, das wird schon hinhauen. Und auf jeden Fall Shampoo von Aliqua. Und da freue ich mich schon, das auszuprobieren. Dann habe ich mir einen Selbstbräuner von Lavera gekauft. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Wochen her. Und bei mir ist immer das Problem, dass mein Gesicht und mein Dekolleté und meine Arme und meine Schultern und so recht braun sind und sehr, sehr schnell auch Farbe aufnehmen. Aber ich habe so ein Problem mit meinen Beinen. Wahrscheinlich haben das ganz viele Frauen. Meine Beine werden nicht gut braun. Und gerade wo ich so angefangen habe, wieder Röcke zu tragen und meine Haut war da wirklich so weiß. Das sieht irgendwie so doof aus, wenn das Gesicht und die Arme total gut gebräunt sind und die Beine kommen irgendwie nicht hinterher. Und da habe ich den Selbstbräuner von Lavera gekauft und ich finde den total gut. Das ist der erste Selbstbräuner im Naturkosmetikbereich, den ich überhaupt benutzt habe. Und bis jetzt habe ich auch noch gar nichts anderes ausprobiert, aber ich habe den jetzt wieder geholt. Finde den total gut und der vom letzten Jahr hat noch so einen Rest gehabt. Ich war mir auch nicht sicher, ob man es noch benutzen kann, hat aber noch gut funktioniert und jetzt musste eine neue Tube her. Ich benutze den nur für die Beine und war letztes Jahr sehr, sehr zufrieden damit und ich denke, das werde ich jetzt auch wieder sein. Aber ich kann mich erinnern, im letzten Jahr war die Anwendung total unkompliziert, weil ich bin auch irgendwie kein Selbstbräunungsfreak und kann das besonders gut. Aber da kann ich euch schon jetzt sagen, das hat im letzten Jahr sehr, sehr gut geklappt. Ich werde es jetzt wieder ein paar Mal machen und dann auf jeden Fall berichten. Und dann hoffe ich, dass meine Beine einen noch sommerlichen Teint bekommen. Wir werden sehen, ich werde berichten und auf jeden Fall freue ich mich sehr. Dann auch noch mitgenommen, eine Handcreme von Aliqua. Ich habe die in Originalgröße mitgenommen und in der Reisegröße, weil ich doch immer auch sehr viel unterwegs bin. Und ich brauchte einfach eine Handcreme, die jetzt wieder ein bisschen Feuchtigkeit spendet. Denn meine Hände sind ständig im Wasser und ständig hier und ständig da. Und ich muss meine Hände wirklich jetzt auch im Sommer doch wirklich eincremen. Und habe ich die mal mitgenommen. Ich bin gespannt. Ich fand den Preis sehr super. Und mal gucken, ob die Handcreme mich überzeugt und ob die Handcreme wirklich das verspricht, was sie hält. Aber gut, solange sie Feuchtigkeit spendet, werden wir garantiert Freunde werden. Aber ich bin gespannt. Und dann habe ich mir eine Tönungspflege in der Probiergröße von Dr. Hauschka besorgt, weil im Freundeskreis wurde letztens da ganz wild drüber gesprochen. Die einen finden sie total klasse und schwören drauf und die anderen fanden das jetzt überhaupt nicht so toll. Aber ich hatte die Tönungscreme von Dr. Hauschka irgendwie noch nie gekauft und war dann doch auch neugierig, ist sie hot oder ist sie flop? Und da musste ich es unbedingt ausprobieren. Natürlich habe ich mir erstmal die Probiergröße gekauft, was ich auch bei Dr. Hauschka echt super finde, dass es alle Produkte irgendwie auch in der Probiergröße gibt. Weil man überlegt sich ja schon doch, ob man sich eine Creme für 17 oder 20 Euro kauft, wenn man es nur probieren möchte. Ich finde es schon gut, dass es absolute kleine Pröbchen gibt und dass man das ausprobieren kann. Ich bin sehr, sehr gespannt und aber ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, aber ich werde auf jeden Fall berichten und die Tönungscreme von Dr. Hauschka musste ich mir auf jeden Fall auch besorgen. Und ich habe jetzt zugegriffen bei noch einer Probiergröße. Das Apfelshampoo von Lavera in einer ganz kleinen Größe. Da sind wirklich nur, wie viel ist da drin? Es ist relativ klein. 30 Milliliter und ich finde es perfekt, wenn man halt zum Sport geht oder auch auf Reisen ist. Das reicht total und ich finde es für Kleingrößen immer klasse und kaufe sie auch öfter mal, wenn ich auch nicht in den Urlaub fahre. Aber ich habe schon an den nächsten Urlaub gedacht. Der wird ja im August sein und deswegen habe ich gedacht, nimmst du das Apfelshampoo von Lavera mit und das hatte ich auch schon öfter und das finde ich sehr, sehr erfrischend und sehr, sehr gut. Reinigt die Haare optimal und für den Urlaub ist es genau das Richtige. Ich
durchbreche meine Hautpflegeroutine gar nicht so gerne, wenn ich zufrieden bin. Ich denke mir immer, hey, das ist doch alles super. Und aber ich bin jetzt mal wieder in meinen Schatten gesprungen, denn ich habe einen Reinigungsschaum von Logona mit Minze Zaubernuss, den ich wirklich toll finde. Er macht ein super Hautbild, reinigt die Haut, ist ein Schaum für Mischhaut und ich bin von dem Ergebnis immer total begeistert und er ist so angenehm auf der Haut und ich liebe diesen Reinigungsschaum. Aber hin und wieder denke ich, muss man auch mal Neues probieren und ich habe mir das Reinigungsgel von Lavera gekauft. Lavera ist ja auch eine Marke, von der ich wirklich auch pflegetechnisch begeistert bin und ich habe sehr, sehr viele Produkte, mit denen ich wirklich sehr zufrieden bin. Und jetzt habe ich gedacht, ich gebe dem einfach eine Chance. Reinigungsgel im Sommer ist absolut wichtig, weil meine Haut ist doch eine Mischhaut und sie neigt gerade im Sommer auch zu Pickelchen und auch zu Unreinheiten, die man auch sehr schnell sieht, weil ich mich einfach im Sommer viel weniger schminke. Und ja, da muss natürlich auch das runter an Schweiß, an Make-up, was noch da ist am Abend. Und dann brauche ich wirklich ein gutes Reinigungsprodukt. Und ja, ich bin gespannt, ob es das Hautbild genauso schön macht wie mein Reinigungsschaum, ob es die Haut wirklich reinigt und so ein bisschen klärt. Und ich bin gespannt, weil mit Mischhaut ist es manchmal gar nicht so einfach. Aber ich denke, habt ein gutes Gefühl. Auf jeden Fall werde ich mir einen ersten Eindruck holen und euch auf jeden Fall Bescheid geben. Und als ich bei der Dr. Hauschka Kosmetik so gestöbert habe, wo ich mich ja auch wirklich schlecht losreißen kann, weil alles so gut riecht und wirklich die tolle Produkte haben, habe ich noch eine Probiergröße von der Augenfrische mitgenommen. Und zwar ist es so eine kleine Ampulle und es soll die Augen wirklich wieder frisch machen. Es soll müde Augen zum Strahlen bringen und es soll regelmäßig angewendet einfach so ein bisschen die Augen frischer machen. Es hilft auch gut gegen Tränensäcke, steht zumindest in der Packungsbeschreibung. Und ich finde es auch super, dass es so eine frische Lotion ist, weil ich achte sehr drauf, dass ich im Sommer nicht zu schwere Produkte verwende, weil meine Haut mag das gar nicht. Bei meiner Haut ist zu viel Pflege manchmal genauso eine Katastrophe wie zu wenig und da finde ich es ganz cool. Und wenn es dann die Augen noch frisch macht und auch gegen müde Augen wirken soll, ist das wirklich das richtige Produkt für mich. Wir werden es sehen. Ich werde es auf jeden Fall probieren, weil immer noch bekomme ich relativ wenig Schlaf und stehe ganz oft nachts auf und bin einfach so ein bisschen müde manchmal. Und wenn man dann so ein schönes Produkt hat, was vielleicht die Frische der Augen so ein bisschen unterstützt, dann würde ich das gut finden. Auf jeden Fall bin ich schon gespannt, weil ich finde, gerade bei Augenpflegeprodukten merkt man doch recht schnell, woran man ist und ob es wirkt oder ob es nicht wirkt. Und ja, ich würde auf jeden Fall berichten. Und dann wieder mitgenommen eine Anti-Aging-Pflegemaske von Lavera mit Karanjaöl, weißen Bio-Tee und Bio-Granatapfelöl. Das ist eine sehr intensive Maske, die ich im Sommer zum Beispiel nur alle 14 Tage mache, weil es sonst einfach zu viel ist. Sie ist aber wirklich sehr, sehr gut und klasse und ich schwöre auf diese Maske. Die habe ich schon das Gefühl, dass sie die Haut optimal versorgt. Im Winter mache ich sie ein bisschen häufiger, im Sommer etwas weniger, aber ich bin sehr, sehr begeistert, weil gerade in der Antifaltenpflege habe ich irgendwie bis jetzt noch keine Maske gefunden, die angenehm war und die nicht too much war. Und ich finde, die hat genau die richtige Pflegeformel, zumindest für meine Haut. Ja, aber ich bin ja auch schon Ende 30, da braucht die Haut so ein bisschen mehr, aber die habe ich wieder mitgenommen und finde ich wirklich toll. Und von Dr. Hauschka, die Quittencreme, die finde ich super. Ich habe die auch schon öfter mal gehabt und habe sie jetzt nochmal mitgenommen. Und ich finde, das ist so eine Pflege, die nicht zu viel und nicht zu wenig ist. Auf jeden Fall musste sie mit in den Einkaufskorb. Näheres darüber verrate ich euch auf jeden Fall nochmal in der Review. Aber die ist sehr, sehr klasse. Der Geruch ist schon mal sehr, sehr gut, das kann ich verraten. Ich mag das sehr und es ist ein Produkt, was ich immer wieder gerne kaufe und was auch viele gerne mögen. Aber mehr dazu in der Review. Und jetzt ein Produkt, worauf total viele Leute schwören. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert und ich bin auch sehr gespannt. Und zwar auf das Gesichtsöl von Dr. Hauschka. Eine Probiergröße hatten sie nicht da, aber ich habe schon mal Vertrauen geschenkt und habe mir eine Originalgröße gekauft, weil meine Freundin benutzt das nämlich. Und wenn ich mich gar nicht damit zurechtkommen sollte, habe ich bereits an sie gedacht. Und ich bin gespannt, weil ein Gesichtsöl hatte ich vorher noch nicht. Und Öl, da habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, für den Körper kein Problem, fürs Gesicht. Haut es wirklich hin? Klappt das wirklich? Ich bin gespannt.
Auf jeden Fall soll es die Haut unheimlich gut regulieren, was ich mir jetzt in erster Linie bei Öl gar nicht so vorstellen kann. Aber ich habe schon mal geschnuppert und kann verraten, dass es fantastisch riecht. Es riecht nach Naturkosmetik, wie ich es wirklich liebe. Und ich bin schon gespannt, das jetzt auszuprobieren und werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden darüber halten, weil Öle finde ich einfach toll. Öle sind im Naturkosmetikbereich wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr hochwertig und ich liebe einfach Öle, ob es Duschöl ist oder ob es andere Öle sind. Ich liebe aber auch Speiseöle, aber Öle finde ich immer cool, deswegen bin ich total gespannt auf dieses Öl hier und kann es gar nicht abwarten. Ich liebe es, neue Produkte kennenzulernen, obwohl ich meine Pflegeroutine manchmal gar nicht so gerne durchbreche. Aber hin und wieder kaufe ich mir schon auch neue Sachen, weil man muss ja einfach auch mal Neues kennenlernen. Vielleicht gibt es ja doch das ein oder andere Produkt, was doch viel besser passt und somit probiere ich mich immer etwas durch. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Eine Review folgt auf jeden Fall. So eine Art First Impression Video werde ich auf jeden Fall machen. Und auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und wir sehen uns ganz bald hier auf meinem Kanal. Tschüss!